Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Space Engineers, die Xbox Beta. Ja, gute Nachrichten zuerst. Wir sind schon im Weltall. Wie ihr im Thumbnail vielleicht sehen könnt am Bild, da habe ich mit meinem kleinen Schiff noch den lieben Planeten Erde verlassen. Wollte euch aber nicht langweilen mit 10, 15 Minuten lang gerade nach oben fliegen. Oh shit. Und dann gute 2 Stunden im Weltall herumfliegen, um irgendwas zu finden, was interessant ist. Wollte ich das Ganze eigentlich aufnehmen und in Zeitraffer zusammenschneiden für euch. Aber ja, wenn man was aufnehmen will, muss man auch irgendwann mal den Knopf Aufnahme drücken. Das habe ich versäumt. Dementsprechend muss ich euch da jetzt quasi einen Crashkurs geben, in was sich getan hat. Ja, mein kleines Schiff ist fertig. Was ich in der letzten Episode noch fleißig mit dem Schweißschiff angefangen habe. Habe das natürlich fertig gebaut. Das war dann etwas kleiner als das, was ihr jetzt seht. Denn ich bin sogar zwischendurch am Mond gelandet und habe mein Schiff erweitert. Dadurch, dass ich jetzt eh öfters rein und raus rennen muss, werde ich jetzt mal kurz wieder den Lüfter deaktivieren. Die Triebwerke kann ich auch abschalten. Der saugt jetzt wieder die ganze atembare Luft heraus und ich schwebe da schon wieder irgendwie Hilfe. So. Jetzt ist es hier herinnen luftleer. Das heißt, ich kann hier die Türen ganz brav aufmachen. Ja, mein Schiff ist im Endeffekt nichts anderes als eine fliegende Base. Aber ich habe mir gedacht, warum mache ich das nicht gleich so auf Carrier-Style, dass ich hier gleich ein paar Schiffe dranhängen kann. Ist dann auch sicher nicht uninteressant für Multiplayer. Wenn sie es jemand runterladen will, das Ding wird natürlich in den Workshop hochgeladen. Mein Miner hat was abbekommen, da fehlt ein ganzer Bohrer. Und der raucht und brennt, oh no. Verdammte Kacke. Ja. Warum ist er kaputt und brennt und funkt? Ganz einfach. Wir sind in der Nähe von ein paar Piraten. Und ich will mir das nicht mehr gefallen lassen. Dadurch, dass das Ding nicht mit starken Panzerplatten gebaut ist, sondern mit ganz normalen, einfachen Blöcken, ist das Ding natürlich extrem anfällig und gilt laut meiner Definition nur mehr als Papierflieger. Denn wenn da irgendwas reinknallt, ist das Ding so gut wie kaputt. Und da vorne so ein komischer, böser Piratenrider ist und der mir konstant Drohnen hinterher schickt, haben wir jetzt überlegt, warum mache ich nicht selbst eine kleine Piratenfolge und schnappen wir die da drüben. Das heißt, ihr könnt jetzt davon ausgehen, dass ich mehrmals sterben werde. Ich lasse mein gutes Werkzeug sicher zu halten. Nein, ich brauche mein gutes Werkzeug. Verdammte Kacke, ich brauche mein gutes Werkzeug, damit ich da schnell auf und zu sägen kann. Ich brauche auch am besten ein paar Flaschen, damit ich nicht ohne Sauerstoff dastehe. Hydrogen, Sauerstoff, Hydrogen. Und noch einmal Sauerstoff. Nein, nehmen wir gleich mehr Stau. Nein, so viel brauche ich auch nicht. Das ist noch Blödsinn. So. Ich werde jetzt versuchen, da diesen bösen Piraten-Rider zum Raiden. Und das ist zu Fuß, ohne Schiff. Also heißt es einmal Glück wünschen. Trägerdämpfer ausschalten. Volle Kraft voraus. Und dann lassen wir sich da drauf zu treiben. Meteor Storm inbound. Ja, natürlich kommt jetzt das. Bye bye, Schiff. Stopp, halt, nein. Gut, dass mir jetzt noch einfällt. Ich muss wieder zurück. Denn ich habe meine Antenne, glaube ich, nur 5 Kilometer eingestellt. Was bedeutet, wenn ich mich 5 Kilometer weit entferne, was da dann der Fall wäre, denn das Ding ist 6 Kilometer entfernt, sehe ich mein Schiff nicht mehr am HUD. Und das ist dumm. Deswegen muss ich mir natürlich die Antenne höher stellen. Machen wir das am besten, machen wir das gleich von hier, ist ja wurscht. Control Panel, Antenne, natürlich alles ausgeblendet. So, Antenne, da haben wir es. Die stellen wir jetzt sicherheitshalber mal kurz rauf auf 10 Kilometer. So, das ist in Ordnung. Und jetzt gehen wir es an. Wow.
bin ich schon richtig gespannt, wie das jetzt endet. Ich als kleiner Sturmtruppler mit null Aim versuche da jetzt irgendwie ein gegnerisches Raumschiff kampfunfähig zu machen und zu entern. Da oben ist auch irgendwas. Da sind mehrere Ziele. Okay. Ich würde mal sagen, circa bei 1 Kilometer werde ich dann abbremsen. Denn die Gatling-Geschütze sollten nicht weiter als 800 Meter schießen oder so. Ah, da unten ist schon wieder eine Drohne. Das gefällt mir gar nicht. Ich hoffe, dass mein Schiff das packt, wenn das Ding nicht direkt auf mich Kurs nimmt. So, wir sind jetzt mal 1 Kilometer entfernt. Abbremsen bitte. Das Ding kommt nicht näher, okay. Da habe ich schon geschossen, ich höre es schon. Autsch. Oh no, und ich bin tot. Aber wenn ich die eine Gatling kaputt machen kann, dann schaffe ich es vielleicht sogar, da wirklich ranzukommen, ohne dass ich Schaden nehme. Ich muss mir jetzt nur wieder Munition und das Ganze bauen. Denn ich Depp hab natürlich jetzt alles verloren. 20 Magazine. Wo ist die Waffe, die ich mir gerade gebaut habe? Da ist sie. Ja, jetzt komm schon, spiel mit. So, Waffe. 5 Magazine. Dann habe ich gleich ein paar für in Reserve. Das heißt jetzt wieder natürlich volle Kanne dorthin. Ich hätte vielleicht ein Schiff näher fliegen können, so 2 Kilometer oder so. Aber ich wollte es nicht riskieren, zu nahe zu kommen mit dem Schiff, denn sonst habe ich das Problem, dass mir wieder Drohnen hinterher geschickt werden. Und die Drohne machen mir mein Schiff ordentlich kaputt. Ich habe da jetzt schon, glaube ich, 5 Drohnen zerstört und habe das Schiff 5-mal reparieren dürfen. Und ja, das wollte ich jetzt nicht noch einmal. Deswegen machen wir das jetzt auf die Rambo-Variante. Okay, ich habe hier sogar einen Winkel gefunden, wo mich das Ding nicht abschießen kann. Au, au, au. Oder doch? Ah, verdammte Kacke. Verliere ein Gewehr nach dem anderen, was natürlich nicht cool ist. Füße, danke. Ich brauche ein Gewehr. Schon wieder. Da bist du. Und wir nehmen sicher auch noch mit wieder 5 Magazine. Ja, ich muss das ja auch irgendwann einmal lernen. Schau mal, vielleicht komme ich zu dieser Body Location hin, ohne dass mich die Gatlings erwischen. Weil dann hätte ich zumindest wieder ein bisschen mehr Munition. Und auch meine Flaschen zurück, die was mir aktuell wichtiger sind. Oh no, da kommt eine Drohne. Das ist nicht gut.
Schwein. Okay. Wir machen das jetzt ganz anders. Wir fliegen mit dem Schiff näher. Vielleicht so nach oben. Denn dann wirken mehr Gatlings gleichzeitig. Ich glaube, das Ding ist immer hin. Fliegt schon wieder ein Bohrer. Habe ich schon wieder einen Bohrer verloren? Ja, okay. Mein Schiff wird bald ganz kaputt sein. An meiner. Aber das macht nichts. Ich will jetzt einmal ein bisschen eine richtige Action haben. Nicht nur immer bauen, bauen, bauen. Warum mache ich das Ganze? Ja, ganz simpel. Ich brauche Thruster Components. Und zwar diese für den Ionenantrieb. Die interessieren mich enorm. Und die muss ich mir unbedingt besorgen, indem ich entweder Platin finde auf irgendeinen Asteroiden und das dann abbaue. Oder ich zerlege einfach ja, fremde Ionentriebwerke, für die ich dann natürlich auch diese Komponenten bekommen würde. So, wo sind jetzt meine Body Locations? Basis. 1,2 Kilometer in die Richtung, das schaut gut aus. So ein bisschen sehr schnell. So. Komm. Ja, jetzt bin ich schnell genug. Schnell alles nehmen, das. Haha, ich habe meine Waffe. Gut. Wo ist mein Schiff? Da drüben? Ja. Nein. Das schaut gut aus. So, jetzt habe ich mal wieder ein bisschen Munition, eine Waffe und jetzt müssen wir schauen, in die Richtung ist das alter Schwede. Ich pfeife mich jetzt schon wieder an. Ich muss versuchen, auf die Rückseite zu kommen. Welche Richtung schießt du eigentlich? Irrelevant, ich bin da. So. Sollen wir das Ding wieder fertig schweißen? Jetzt nicht, oder?
Gehörst du jetzt mir? Nope. Okay. Dich kann man nicht decken. Dann machen wir dich einfach unbrauchbar. So. Ich bin da, glaube ich, gerade über ein Triebwerk drüber geflogen. Okay. Ich hätte bitte gerne noch eine Waffe. Autsch. Autsch. Schießt du was auf mich? Tatsache. Bisschen weiter noch und ich hätte es geschafft, okay? Alle guten Dinge sind 10. So, jetzt fahre ich auf die Waffe. Ich hole mir da einfach wieder eine Body Location. Ja, das weiß ich. So, jetzt heißt das Ding natürlich wieder einholen. Perfekt. So, wo ist mein Ziel? Nein, 2 Kilometer ist ein bisschen sehr weit weg. Hm? Bin ich tatsächlich schon wieder 2 Kilometer entfernt von dem? Anscheinend. Es geht sehr schnell im Weltall. Man kann sich da relativ flott und schnell verirren. Ich bleibe immer zu früh stehen. Ich habe immer Angst, dass ich mit vollem Karacho auf das Ding draufknall. Probieren wir es nochmal ohne Knarre. Muss doch irgendwann einmal auch einen Körper erwischen. Da unten ist schon wieder eine Drohne, oder? Ja, genau. Das ist meine Tasche, da kann ich eine Tasche, ich brauche dich. Das Problem ist natürlich, dass diese Tasche durch ihre eigene Trägheit in irgendeine Richtung fliegt und sich dieser Geschwindigkeit und Richtung anzupassen, ist gar nicht so einfach, wie man sich es vielleicht denkt. So, wir probieren das jetzt wieder. Direkter Angriff.
Und jetzt werden die Batterien des Controllers beinahe leer. Ich kriege die Krise. Aber es sieht gut aus, ich werde noch nicht beschossen. So, Gatling Gun da ist hin. Autsch, 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 autsch. Okay. Man kann auch sterben, indem man mit hoher Geschwindigkeit in die Tasche einer vorangegangenen Leiche hineinfliegt. So ein Schmafu, echt. Das musst du mal schaffen. So. Gut, alle guten Dinge sind jetzt wirklich, keine Ahnung, 15 oder so. Wir haben Munition. Wir haben eine Waffe. Lauter Body Locations wird mir das Ziel schon gar nicht mehr richtig angezeigt. Da habe ich mich jetzt in die falsche Richtung bewegt. Natürlich habe ich mich in die falsche Richtung bewegt. Ich bin so ein Nudelarg. Oder bewegt sich der jetzt? Das ist natürlich auch eine gute Frage. Kann natürlich sein, dass sich der jetzt auch wieder in Bewegung gesetzt hat und das natürlich für mich jetzt diese ganze Herumfliegerei natürlich ein wenig verschwert. Oder erschwert, dass ich da jetzt hinkomme und den vielleicht tatsächlich plündern kann. Na, der bewegt sich definitiv. Na, weil wenn ich stehen bleibe, geht er immer weiter weg. Hey, Karamba, da unten haben wir auch verdammt viel. 141 Kilometer, wo ist er jetzt hin, der Raider? Will dich doch nur knacken. Ich glaube, der veräppelt mich da gerade ein wenig, weil der fliegt da die ganze Zeit nur einen fetten Kreis. Sind wir gleich bei einem Kilometer, komm. Ich habe ich dich.
Ja. Das darf nicht langsamer werden. Das ist, wenn ich die Antenne ausschalten könnte. Ich muss auf jeden Fall mal irgendwie in das Ding hinein. Oh, hier gibt's Money. Nichts drinnen, ist alles leer. Was bist denn du? Basic Refinery, okay. Ich will aber keine Raffinerie, ich brauche dein Gehirn. Ich will dein Gehirn kaputt machen. So, wir haben hier einen Gravitationsgenerator, wir haben hier das Cockpit, das schaut schon mal gut aus. Aber wir müssen auf jeden Fall, irgendwo hat das Ding einen bestimmten Block, den wir da wischen müssen und kaputt machen müssen. Dann kann man sich da einfach mal rein. Wir haben hier eine Batterie, das schaut gut aus. Können wir die Batterien alle wegschneiden. Weil wenn wir die entfernen, dann hat das Ding keinen Saft mehr. Kann sich natürlich auch nicht mitbewegen. So. Jetzt haben wir mal den Vorteil, dass das Ding quasi ja, keinen Strom mehr hat. Somit eigentlich auch keine Gefahr mehr darstellen dürfte. Aber wir bewegen uns noch immer. Und jetzt bin ich schon wieder von irgendwas erwischt worden. Ich krieg die Krise. Ich würde mal sagen, ich mache hier einen Cut. Und wir sehen sich dann das nächste Mal, wenn ich das Ding eingeholt habe. Jetzt muss ich das erstmal wieder finden. Oh no. Ich habe die Antenne kaputt gemacht, das heißt, ich sehe es nicht mehr. Wobei, da unten ist ein Body-Location-Ding. Fliegen wir mal in die Richtung. Wie gesagt, ich mache jetzt hier einen Cut und ihr seht gleich in der nächsten Episode, beziehungsweise spätestens morgen, was dann mit uns passiert ist. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.